Willkommen zu einem neuen Beitrag. Für mich gibt es ja nichts Schöneres als die Berge. Durch diese Berge zu wandern, wenn möglich, mehrere Tage dort oben bleiben, ohne ins Tal hinabzusteigen. Leider kann ich das nur im Urlaub. Wir hier haben nur einen einzigen Berg in Köln, das ist der sogenannte Mont Trudelieu, ist halt Köln. Und da gibt es einen Stein und ein Gipfelbuch, da kann man sich dann eintragen, wenn man diesen Wahnsinnsaufstieg von 118 Metern geschafft hat. Und deshalb bin ich auch kein Stück neidisch auf diejenigen von euch, die da irgendwo in den Bergen wohnen, ihr miesen Kleinen. Der Real Mystery zum Beispiel, der schickt mir auch immer seine Videos, wenn der spazieren war. Der wohnt ja in den Bergen und ich freue mich immer total, wenn ich diese Videos bekomme und dann möchten meine Hände unbedingt um seinen Hals und langsam zu. Das sind ja alles nette Gebirge. Allerdings im Rahmen der Planung meiner Wanderung über den Appalachian Trail, da habe ich mir natürlich auch mal die Dinge angesehen, die es dort so als Sagen und Legenden gibt. Und ich muss sagen, da ist wirklich einiges los. Ich sage nur Mystery, Morde, Monster. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch mal nicht schlecht, da so eine kleine Serie drüber zu machen. Und die startet heute mit dem ersten Teil. In den Legenden des Stammes der Cherokee, da gibt es eine ganz besondere Art Menschen. Und dabei handelt es sich ins Englische übersetzt um die sogenannten Moon-Eyed People. Die Existenz dieses Volkes, die steht für die Cherokee vollkommen außer Frage. Die Berichte über dieses Volk, die waren nie irgendwelche Sagen und Legenden im Sinne von Gleichnissen oder Geschichten, die man sich erzählt, damit man etwas daraus lernt oder etwas in dieser Richtung, sondern das waren Berichte über die Existenz eines bestimmten Volkes. Und dieses Volk, das hat offensichtlich sogar Spuren in den Appalachian Mountains hinterlassen, die von den Historikern allerdings den Cherokee zugeordnet werden. Die selber sagen aber, wir haben so etwas nie gemacht, das gehört überhaupt nicht zu unserer Kultur. Das, was ihr dort seht, das ist etwas von den Moon-Eyed People. Und laut den Berichten der Cherokee, da waren diese Moon-Eyed People schon lange dort, bevor die Cherokee in dieses Land kamen, um sich dort niederzulassen. Was damals schon die ersten Siedler vorfanden, das waren eben solche Gebilde hier aus Steinen, die da aufeinander gelegt waren. Das konnten einfache Wegbegrenzungen sein, aber auch ganze Mauern, die aus diesen Steinen zusammengesetzt wurden. Die sind dann schon sehr lang und die scheinen da irgendetwas einzugrenzen. Vielleicht war das mal ein Grundstück, das jemand bestimmten gehörte, man weiß es eben nicht. Und man findet dort auch Plätze wie diesen, da ist dann ein großer Stein von so einer Mauer umschlossen und das Ganze macht so den Eindruck, als wäre es ein ritueller Platz. Historiker, die sagen, das muss ja nun irgendwo herkommen und da bleiben eben nur die Cherokee übrig und wie erwähnt, die sagen, von uns ist das nicht, das stammt von diesen Moon-Eyed People. Und wie die aussehen sollen, dazu kommen wir später. Ich möchte erst noch einmal etwas über diese Geschichte erzählen. Diese steinernen Monumente, die ihr sehen konntet, die findet man in den nördlichen Appalachians, die findet man in North Carolina bis hinunter nach Georgia und Alabama. Das Ganze führt eben auch durch Gebiete verschiedener historischer Stämme. Zum Beispiel der Creek. Und die Creek, die sagen eben auch, das ist nicht von uns. Das ist von den Moon-Eyed People. Man hat mittlerweile zahllose behauene Felsstrukturen, Mauern, Hügel, sogar Festungen aus diesen Steinen in den Appalachen gefunden, Schnitzereien und Figuren aus Speckstein. Und das alles wird von den heutigen Stämmen der Ureinwohner auf diese Moon-Eyed People zurückgeführt. Das Problem, das die Historiker damit haben, ist, dass man zwar diese ganzen Sachen dort findet, aber man findet eben überhaupt keinen Hinweis auf irgendein anderes Volk. Man findet keine Knochen, keine anderen Hinterlassenschaften irgendeines Volkes, das dort gelebt haben könnte, außer eben die Stämme, die die Gebiete dann jeweils bewohnen. Die Cherokee, die haben da eine sehr einfache Erklärung für. Die sagen, wir haben sie alle vertrieben oder gekillt.
Ja, das hätte man so jetzt vielleicht nicht erwartet. Und die Frage ist ja, warum haben die Cherokee das getan? Da ist ja eine Menge Platz. Warum wollten die diese Moon-Eyed People loswerden? Es gibt bei dieser Überlieferung zwei Varianten. Es gibt eine Variante, die sagt, die Creek und die Cherokee haben die gemeinsam um die Ecke gebracht oder vertrieben. Und andere sagen, das waren die Cherokee ganz alleine. Aber was da passiert sein soll und was manche denken, was aus diesen Moon-Eyed People heute geworden ist und wie sie damals überhaupt aussahen, was merkwürdig genug ist laut der Beschreibung, dazu kommen wir jetzt. Die Situation laut den Überlieferungen der Legenden, die war so, dass es dem Stamm sehr gut ging. Man hatte seine Jagdgründe, man hatte genug Nahrung und so wuchs der Stamm. Und man musste sich dann flächenmäßig etwas ausbreiten. Und dann kam man in dieser wilden Natur an einem Platz, der schien ideal dafür zu sein, sich mit seinen Leuten da niederzulassen und einen weiteren Zweig des Cherokee-Stammes dort zu gründen. Aber man fand dann eben diese merkwürdigen Steingebilde, die dort angelegt waren, und das deutete darauf hin, dass da schon ein anderer Stamm lebt, aber man fand niemanden. Aber abends nach Einbruch der Dunkelheit, da spürten die Cherokee, dass sie nicht alleine waren. Ein Rascheln hier, knackende Äste dort und das Gefühl, beobachtet zu werden. Und irgendwann machten sich dann einige ihrer Krieger auf den Weg in die Nacht, ins Dunkel, um herauszufinden, was die Ursache für all das war. Und was sie dann entdeckten, das verschlug ihnen dann wohl erst einmal die Sprache. Die Krieger standen vor kleinen, dünnen Menschen. Ihre Arme und Beine waren ebenfalls sehr dünn und lang. Und ihre Haut, die war blass, fast weiß. Und in ihren Gesichtern, da waren große, blaue Augen zu sehen. Und als ob das nicht merkwürdig genug wäre, da gibt es noch andere Beschreibungen über diese Menschen. Man hat diesen Stamm ja sozusagen kontaktiert und einige Zeit mit ihnen verbracht. Die Cherokee, die berichteten weiter, dass dieser Stamm in den Höhlen, in den Appalachian Mountains lebte. Und sie kamen tagsüber nicht dort hinaus. Denn tagsüber waren sie so gut wie blind. Ihre Augen konnten nur nachts etwas sehen. Und selbst wenn es nur das Licht des Vollmondes war, das auf sie traf, war das für sie nicht ertragbar. Sie waren dann wie blind. Ihre Haut, die hatte offenbar große Probleme mit der Sonne. Wie die Cherokee beschrieben hatten, war diese Haut ja fast weiß. Traf nun das Licht der Sonne direkt auf diese Haut, dann, so beschrieben es die Cherokee, verbrannte diese Haut, als ob man sie ins Feuer gelegt hätte. Dies wurde nicht bei allen Angehörigen dieses Stammes beobachtet, aber bei einigen. Es schien so, als hätten sie eine unterschiedliche Empfindlichkeit, was das Sonnenlicht betraf. Im Cherokee County Historical Museum, da gibt es einige Figuren. Es gibt Figuren, die aus Stein herausgearbeitet wurden, und die Cherokees sagen, die sind nicht von uns, die sind von diesen Moon-Eyed People. Und sie stellen sie selber dar. Allerdings fehlen dann bei diesen Figuren die Haare. Die Cherokee sagen, dass diese Moon-Eyed People Haare hatten. Das Zusammenleben in einem Gebiet mit diesem Stamm, das verlief aber dann nicht so, wie man vielleicht gedacht hatte. Nachts kamen die Moon-Eyed People aus ihren Höhlen und dann gingen sie auf die Jagd. Und da es viele waren, mussten sie auch viel jagen, so dass für die Cherokee dann eben nicht mehr so viel übrig blieb. Also kam es dann zu den ersten Streitereien und Auseinandersetzungen. Die Cherokee, die beschlossen, dass dieser Stamm verschwinden muss. Sie zum Kampf in ihren Höhlen zu stellen, das schien ihnen dann aber doch zu gefährlich. Da hätten die Moon-Eyed People einen deutlichen Vorteil gehabt, denn die würden wahrscheinlich diese Höhlen in- und auswendig kennen. Jeden Winkel, jedes Versteck. Also beschlossen die Cherokee Folgendes zu tun. Sie wussten, dass dieser Stamm nachts die Höhlen verließ, und das taten so gut wie alle, die in diesen Höhlen lebten. Also warteten die Cherokee eine Vollmondnacht ab, in der die Moon-Eyed People, wie schon beschrieben, nicht so sonderlich gut sehen konnten. Und dann griffen sie an. Es gab ein fürchterliches Gemetzel, das kaum jemand von den Moon-Eyed People überlebte. Die überlebten, die verschwanden, laut den Cherokee, auf Nimmerwiedersehen für immer in diesen Höhlen. Andere, die flüchteten einfach. Nach diesem Kampf, da war der Stamm der Moon-Eyed People nicht mehr existent. Die Cherokees, die haben danach nicht ein einziges Mal wieder jemanden von diesem Stamm gesehen.
hören wir uns die Beschreibung dieser Moon-Eyed People noch einmal an. Klein, lange dünne Arme, lange dünne Beine. Die Haut blass, fast weiß. Und im Gesicht zwei auffallend große, blaue Augen. Wenn ihre Haut der Sonne ausgesetzt wurde, dann war es bei einigen so, dass sie verbrannte. Und nachts reichte schon das Licht des Vollmondes aus, um sie ebenfalls fast blind werden zu lassen. Es ist nicht verwunderlich, dass einigen bei dieser Beschreibung ein ganz bestimmtes Bild in den Kopf kommt. Trotz der Aussage der Cherokee, dass dies Menschen waren, einfach nur eine andere Art der Menschen, gibt es von einigen die Theorie, dass man es dort eben nicht mit Menschen zu tun hatte, sondern mit einer Alienrasse, die aus irgendwelchen Gründen auf der Erde gefangen gewesen wäre. Vielleicht Raumschiff kaputt oder irgendwie so etwas. Aber da sagen selbst die Cherokee, das hat nichts mit irgendeinem Sternenvolk oder so zu tun. Und das sagen sie aus einem ganz bestimmten Grund. Denn es gibt eine Theorie, wer diese Moon-Eyed People gewesen sein könnten. Und diese Theorie, die ergab sich aus der Existenz eines ganz anderen Stammes, bei dem man Ähnliches beobachtet hatte wie bei diesen Moon-Eyed People. Die Rede ist da vom Stamm der Mandan. 1738, da kam es erstmals zu einer Begegnung zwischen europäischen Siedlern und diesen Mandan. Und dieser Stamm, der lebte damals verteilt auf 9 Dörfer und man schätzte die Zahl der Stammesangehörigen auf ca. 15.000. Auffällig bei den Mandan war, dass es dort eine größere Anzahl von Menschen gab mit deutlich aufgehellten bis blonden Haaren und blauen Augen. Und das ist eben für die Ureinwohner Nordamerikas dann sehr untypisch. 1832, da besuchte ein Maler namens George Catlin diesen Stamm und er blieb einige Monate bei ihnen, um sie zu malen. Und so zeigen seine Bilder und Skizzen dann eben auch Stammesangehörige der Mandan mit teils sehr hellen Haaren oder auch blauen Augen. Catlin beschrieb die Sprache der Mandan als eine Art walisischen Dialekt und er war davon überzeugt, dass die Mandan Nachkommen der sogenannten Siedler des Prinzen Madoc seien. Dieser Prinz Madoc, der soll laut einer Legende, die wahrscheinlich erst Ende des 16. Jahrhunderts aufkam, der uneheliche Sohn eines Königs namens Owain Gwendet gewesen sein. Und der soll im Jahre 1170, also 300 Jahre ungefähr vor Christoph Kolumbus, in Amerika gelandet sein mit einer ganzen Menge Leute dabei. Und angeblich hätten die sich dann dort niedergelassen und sich dann mit einem Stamm vermischt, aus dem später dann die Mandan hervorgegangen sind. Interessanterweise gibt es bei den Mandan den Glauben, dass ihr Stamm von einem großen weißen Mann, dem Urvater des Stammes, abstammen würde. Man darf bei dieser Sache aber nicht vergessen, dass es nicht gesichert ist, dass es diesen Prinz Madoc überhaupt jemals gegeben hat. Es ist eben eine Sage und die entstand daraus, dass dieser König Owain Gwynedd 16 Söhne hatte und nachdem er dann 1170 verstarb, stritten diese Söhne um das Erbe und dieser Prinz Madoc soll, um diesen Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, einige Leute um sich gescharrt haben und dann nach Westen gesegelt sein und dann soll er da irgendwie in den heutigen USA angekommen sein. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich diese Sage der Mandan, die sagt, sie würden von einem weißen Mann, dem Urvater des Stammes, abstammen. Nichts davon, was es an Theorien gibt, ist bewiesen. Das Einzige, was man hat, ist der Fakt, dass 20% der Mandan fast blond sind und blaue Augen haben. Der Stamm, dessen Bevölkerung damals noch 15.000 Menschen zählte, der hat heute gerade noch einmal 1.700 Stammesmitglieder. Das war jetzt nur mal ein kurzer Ausflug zu einem anderen Stamm und wir gehen jetzt wieder zurück zu den Moon-Eyed People. Es gibt eine Theorie, der sich auch die Cherokee anschließen, dass die Moon-Eyed People unter Umständen die Nachfahren eines seefahrenden Volkes waren, das damals dort landete. Und die haben sich dann mit irgendeinem Stamm vermischt. Da bleibt aber die Frage, warum sahen sie so aus wie beschrieben, so blass, feingliedrig und warum konnten sie bei Licht nicht sehen und warum schien bei einigen die Haut zu verbrennen, wenn sie direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt waren? Es gibt also die Theorie, dass sich bei diesen Vermischungen der Völker irgendeine Mutation ergeben haben könnte, irgendein Gendefekt, der sich dann so nach und nach bei den folgenden Generationen ausgebreitet hat.
Und da müssten dann mehrere Dinge auf einmal entstanden sein. Zum einen eine Augenkrankheit, die man hier auch kennt, die zu etwas vergrößerten Augen führt, die dann aber extrem lichtempfindlich sind. Und dann gibt es eine ganz fürchterliche Krankheit, das ist ein Genschaden. Diese Krankheit nennt sich Xeroderma pigmentosa. Die Bilder könnt ihr euch dann mal im Internet ansehen. Ich zeige hier mal eins der harmloseren Bilder. Das sind Menschen, deren Haut durch UV-Strahlung mehr oder minder verbrennt. Die geben sich selber den Namen Mondscheinkinder, weil sie nur in Dunkelheit leben können oder mit spezieller Schutzbekleidung, und da sehen sie dann aus wie Astronauten. Ansonsten fristen diese Menschen ein Leben in Dunkelheit und können sich eben nur auf die Straße begeben, wenn es Nacht ist. Diese beiden Defekte, die könnten zusammengekommen sein, und das würde sehr gut zu dem passen, wie die Cherokee die Moon-Eyed People beschrieben haben. Die konnten sich ja auch nur bei Dunkelheit aus ihren Höhlen wagen, eben weil das Tageslicht sie sozusagen erblinden ließ oder weil einige von ihnen eben zu verbrennen schienen. Somit haben wir jetzt zwei Theorien. Die eine sagt, das waren Aliens, die hier irgendwie mit ihrem Raumschiff abgeschmiert sind und nicht mehr von unserem Planeten wegkamen. Und die Bedingungen hier auf der Erde, die sind eben für diese Lebewesen nicht geeignet gewesen, also unser Sonnenlicht zum Beispiel. Und da wäre ja noch diese beschriebene Körperform, eben klein und lange Arme, lange Beine, feingliedrig. Das alles hätte ja nichts mit einer Mutation oder so etwas zu tun. Das würde vom Körperbau her eben nicht zum Menschen passen. Die andere Theorie, die dann eben wissenschaftlicher ist, die sagt eben, das sind Nachkommen von irgendwelchen Völkern, Seefahrervölkern, die dort einmal gelandet sind. Da stehen übrigens ganz hoch im Kurs bei dieser Theorie die Wikinger. Und dann hat es dann eben diese Genmutationen gegeben, die dann zu diesen beiden Krankheiten geführt haben, unter denen die Moon-Eyed People halt litten. Es gibt aber noch eine andere Sache, mit der sich dann einige Menschen beschäftigen. Die sagen nämlich, die Cherokee, die haben erzählt, sie haben dieses Volk niedergekämpft, die meisten getötet. Einige konnten fliehen, andere hätten sich in diese Höhlen zurückgezogen und seien dort nie wieder herausgekommen. Was ist denn aus denen geworden? Besonders die, die in diese Höhlen geflohen sind und angeblich nie wieder dort hinauskamen. Und bei dieser Frage, da schaffen diese Menschen dann eine Verbindung zu einer anderen Sache, die es in den USA angeblich, laut vieler Sagen, auch der Ureinwohner geben soll. Und die Entstehung dieser Wesen, die würde eben exakt zu dem passen, was die Cherokee sagen, was sie mit den Moon-Eyed People gemacht hätten und wo diese dann so hingeflohen seien. Und dabei handelt es sich dann um die Pale Crawler. Über diese Wesen habe ich ja auch schon mal so ein, zwei Videos gemacht. Es gibt Menschen in den USA, die erzählen von ihren Begegnungen, dass sie tatsächlich auf Pale Crawler gestoßen seien. Das sind Wesen, die eben auch in den Höhlen der Appalachian Mountains leben sollen, und die sind sehr unfreundlich, um es mal so auszudrücken. Von der Beschreibung her passen sie allerdings dann zu dem, wie die Cherokee die Moon-Eyed People beschreiben. Etwas kleiner, feingliedrig, lange dünne Arme, lange dünne Beine und eine weiße Haut. Und sie verstecken sich in den Höhlen und können nur nachts hinaus, denn auch sie können das Tageslicht nicht ertragen. Die sind dann ebenfalls blind und ihre Haut verträgt das Licht wohl auch nicht so gut. Mittlerweile werden die Palecrawler so beschrieben, dass sie gar keine Augen mehr haben, weil sie die im Dunkeln der Höhle einfach nicht mehr brauchen. Es wird erzählt, sie orientieren sich wie Fledermäuse durch Schall oder Geräusche, die man verursacht. Und wenn man sich in so eine Höhle hineinbegeben würde, in denen Palecrawler existieren, dann würde man von denen ganz übel zugerichtet und auf dem Abendbrottisch landen. Diese Palecrawler, das sind ebenfalls Wesen, die in den Sagen der Ureinwohner vorkommen. Und diese Sage, die erzählt eben, dass es einen Stamm gab, der sich ungebührlich und übermäßig an der Natur vergangen hätte. Zum Beispiel so, wie es die Cherokee den Moon-Eyed People vorwerfen, dass sie dort völlig wahllos und übermäßig gejagt hätten. Dieser Stamm sei dann unter die Erde verbannt worden und würde jetzt sein Dasein dort fristen, und aus diesem Stamm hätten sich dann diese Palecrawler entwickelt, die nachts die Höhlen verlassen, um auf Jagd zu gehen. Und dabei machen sie auch bei der Jagd auf Menschen keine Ausnahme. Und wie gesagt, es gibt ja so einige Berichte aus den USA, auch von Stammesangehörigen verschiedener Stämme, die sagen, sie wären auf so einen Palecrawler getroffen oder sie hätten sie beobachten können.
und dass diese Wesen eben wirklich existieren. Belege dafür gibt es allerdings dann wiederum keine, da muss man den Leuten glauben oder auch nicht, die das erzählen. Die Menschen, die an diese Pale Crawler glauben, die sagen, ihr sucht die Moon-Eyed People, wo sie geblieben sind, dann sucht die Pale Crawler, dann habt ihr sie. Ja, dicke fette Sage aus den Appalachian Mountains und die Cherokee, die sagen, alles was man gefunden hat, Steinmauern, egal was auch immer, Figuren, das waren nicht wir, das waren die Moon-Eyed People, die Creek, die sagen dasselbe. Einen wirklichen Beleg dafür, dass es diese merkwürdige Art Mensch gab, die man ja dann eindeutig an Knochenfunden hätte identifizieren können, gibt's auch nicht. Es gibt einen Stamm, der hat 20% blonde, blauäugige mit heller Haut. Und der sagt, unser Urvater, das war ein großer weißer Mann. Und so gibt es die Theorie, dass es bei den Moon-Eyed People genauso gewesen sein könnte. Nur wie gesagt, bisher hat man keine Spur von ihnen gefunden. Andere sagen, jo, das waren aber keine Menschen, das waren Aliens. Und die dritte Fraktion, die nach dem Verbleib dieser Menschenart dann forscht, die sagt, aus denen sind die Pale Crawler entstanden, die nur noch in diesen dunklen Höhlen leben. Ja, wie denkt ihr denn über die Sache? Was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, das waren hier so Menschen, die hat's dann wohl gegeben? Oder würdet ihr sagen, nee, das ganze Zeug, was da rumliegt, ist von den Cherokee selber. Die haben das wahrscheinlich nur im Laufe ihrer Stammesgeschichte vergessen, dass die früher auch so Steinhügel und alles gebaut haben. Waren es Aliens? Sind es heute die Pale Crawler? Sehr verworren das Ganze. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, und ich gehe jetzt wieder zurück in meine Höhle, denn auch ich kann diesen Wahnsinns-Sonnenschein, der hier seit Tagen in Form von dicken Regentropfen runterkommt, auch nicht so gut vertragen. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.